lästig. Sie ist sogar mit fehlenden Teilen gefährdet. Ja. Jetzt könnten Verstärkung schicken. Werden wir fertig und dann raus hier. Die Bauteile müssten irgendwo im zweiten Stock sein. Gleich hinter dir. Wir müssen die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschungen mehr. Gute Idee. Eine Lüftung. Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Wir müssen hier irgendwo sein. Bitte sagt mir, dass die Teile da drinnen sind. Ich sollte sie zu Cotallo bringen.
hast die Bauteile? Sieh's dir an. Ich danke dir, Aloy. Stimmt was nicht? Ich hab nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Ha. Müßige Gedanken. Das kann bis zur Basis warten. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. In Ordnung. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den Zehn. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Eine Osseram-Karawane hat sich südlich von hier in den Stillsanden niedergelassen. Wir haben sie toleriert. Aber ihr Anführer ist gierig. Wenn er sich etwas leistet, haben die kein Lager mehr. Klingt gerecht. Die Osseram gehen da draußen ein ziemliches Risiko ein. Ich sollte mit ihnen sprechen, herausfinden, was sie dort treiben. Der Schmerz ist stark. Hier ist sicher eine einzigartige Situation. Dort haben die Rebellen also Stellung bezogen. Ja? Wie läuft es mit dem Arm? Er ist fast fertig, aber ich passe noch die Anschlüsse an. Bald muss ich ihn testen. Ich freue mich drauf. Ich muss gehen. Halt deinen Bogen bereit.
muss Schluchtrand sein. Laut Kotalo kriege ich hier Vorräte. Dann geht's weiter zur Quentfähre. Du sollst eine neue Tätowierung haben. Was hast du getan? War die Wildnis gut zu dir, Fremde? Übrigens habe ich seit unserem letzten Spiel ein paar... Möge deine Ehre, Streiterin. Ich bin Nako. Warst du schon mal draußen im Tal der Gefallenen? Ich glaube nicht. Warum? Was gibt's dort? Mein dummer kleiner Bruder. Das Tal ist ein Test für Ausdauer und Geschick für meinen Clan, die Tiefländer. Doch es ist seit Monaten geschlossen. Befehl der Kommandantin. Es gibt Berichte über merkwürdige Lichter unweit der Küste. Und in dem Gebiet wimmelt es von tödlichen Maschinen. Doch Dax, rücksichtslos und ungeschützt, ging dennoch hin. Akzeptiert ein Nein nicht. Hat zwei andere überredet, mit ihm zu gehen. Sie werden seit Tagen vermisst. Marschallin Ivira wurde gesandt, um sie rauszuholen. Merkwürdige Lichter, tödliche Maschinen und vermisste Soldaten. Klingt nach viel, selbst für eine Marschallin. Ich würde selbst gehen, bin aber auf Transportdienst. Ich versuche, deinen Bruder zu finden. Wo ist dieses Tal? Südlich von hier, Richtung Küste. Guck nach dem Kletterpfad bei den Klippen. Er markiert den Beginn des Tals. Wenn du meinen Bruder siehst, gib ihm einen Tritt dafür, dass er mir Sorgen macht. Merkwürdige Lichter an der Küste. Das kann nichts Gutes sein. Ich sollte mir das angucken, wenn ich dort bin. Ich hab von dir gehört. Für deine Abenteuer. Immer wach. Stärke sei mit dir. Ich sollte mit Frostmunition schießen.
Dornmarsch. Welch ein Anblick, oder? Hätte nie gedacht, einmal so tief in Tenak-Gebiet zu kommen. Hattest du unterwegs Ärger? Hab versucht, nicht aufzufallen. Ein paar Mal musste ich wegen Tenak-Patrouillen im Sumpf untertauchen. Aber jetzt bin ich hier. Raus damit. Wer ist Amadis wirklich? Wie schon gesagt, er half mir, eine Jägerkillermaschine in der Wildnis zu erledigen. Erst dachte er, ich wäre bloß eine Jägerin der Loge, die größten Maschinentrophäen erlegen will. Und ich dachte, er wäre nur ein mürrischer Eremit aus den Wäldern. Doch dann vertraute er mir die Wahrheit an. Erzählte, wie er in den roten Raubzügen alles verlor. Diese Seite von ihm zu sehen, ich weiß nicht, änderte alles. Du liebst ihn, oder? Kann schon sein, ja. Warum habt ihr euch dann getrennt? Er erzählte, dass er seine Frau nicht schützen konnte. Und ich sagte ihm, wie ich den Tod meines Vaters und Bruders akzeptiert hatte. Ihm wurde klar, dass er das auch machen musste. Allein. Moment. Als wir das Schlachtfeld der roten Raubzüge absuchten, sagtest du, er hätte jemand Geliebten verloren. Ich dachte, du meintest einen Soldaten. Das war sie. Frauen dürfen nicht in der Armee der Kaja dienen. Daher hatte Nessa sich verkleidet. Amadis warte ihr Geheimnis. Als er nach Westen aufbrach, versprach er mir zu schreiben, dass es ihm gut geht. Doch dieser Brief kam nie an. Also wolltest du ihn finden. Und wenn wir das tun, habe ich ihm nach dieser Schnitzeljagd ein paar Wörtchen zu sagen. Tja, zumindest verstehe ich jetzt mehr. Amadis dachte, Nessa starb auf dem Schlachtfeld. Als er erfuhr, dass die Tenak-Gefangene nach Westen brachten, ging er weiter. Wir müssen wohl diesen Kerker finden, die Fäulnis. Ich habe mich währenddessen umgesehen. Ich weiß vielleicht einen Weg. Dann mal los. Glaubst du, Nessa könnte noch leben? Ich bezweifle es. Kaja-Gefangene aus den roten Raubzügen sind mittlerweile wohl tot oder wieder zu Hause. Was sucht Amadis dann? Ich denke, er braucht Gewissheit. Hoffentlich schmeckt es so gut, wie es aussieht. Ich habe das Essen der Überbrückungsdach. Die Feuerklaue ist hinter ihm her. Allein hat er keine Chance. Na los! Hab ich dich! Wir geben dir Deckung! Ist es Talana, ich... Du solltest mir schreiben, dass es dir gut geht. Ich wollte den Brief abschicken, nachdem ich mit einer Osaram-Karawane die Wüste durchquert hatte. Doch als der Tunnel hinter uns eingestürzt war, begriff ich, dass ich nur noch weitermachen konnte. Da du aber einen Weg hierher gefunden hast, war das offenbar falsch. Tut mir leid.
Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Also, du bist wohl Amadis. Und du musst Aloy sein. Talana hat mir viel über dich erzählt. Und du weißt bestimmt einiges über mich. Ein wenig. Du warst wohl unterwegs zur Fäulnis. Aber was wolltest du dort finden? Einen Hinweis. Oder den Hauch davon. Irgendwas über Nessas Schicksal. Vielleicht starb sie auf dem Schlachtfeld. Oder sie siecht im Gefängnis dahin. Wie dem auch sei, ich muss es wissen. Talana erzählte mir von dir und Nessa in den roten Raubzügen. Du hast ihr Geheimnis bewahrt. Wir waren beide bei der südlichen Speerdivision. Wir sollten durch den Tunnel in Tenak-Gebiet vorstoßen. Anfangs war sie stolz, dem Sonnenreich zu dienen. Doch mit zunehmender Grausamkeit erkannten wir, was die Raubzüge waren. Und ihr kamt euch näher. Wir taten, was wir konnten, um Unschuldige zu schützen. Es war, als wären wir die Einzigen, die sich dem Gemetzel widersetzten. Und ja, wir waren uns nah. Bis zur Schlacht der brennenden Blüten. Was geschah in der Schlacht der brennenden Blüten? Wir hatten Informationen, dass die Tenak-Truppen größer waren als erwartet. Ich wollte den Kommandanten überzeugen, den Angriff zu stoppen. Aber er war ein Trunkenbold. Als ich drohte, seine Inkompetenz dem Kaja-Oberkommando zu melden, ging er mit dem Messer auf mich los. Also tötete ich ihn. Es war Notwehr. Und trotzdem ein Mord. Ich wurde verurteilt. Aber ich dachte, irgendwie könnte ich Nessa retten. Doch es war zu spät. Als ich zum Schlachtfeld kam, brannten die Felder schon. Unsere Soldaten getötet, vermisst. Außerdem war der von mir getötete Hauptmann ein mächtiger Adliger. Es gab ein Kopfgeld auf mich. Seitdem bin ich auf der Flucht. Die Raubzüge sind längst vorbei. Avad würde dich begnadigen, wenn... Der Sonnenkönig kann mir nicht helfen. Ein Straferlass von Avad hält Kopfgeldjäger, die ihr Preisgeld wollen, nicht auf. Also, du und Talana... Klingt, als hättet ihr ein Abenteuer erlebt in der Wildnis. Krallenschreiter, ein Jägerkiller, Söldner, ein Panzerschnapper. Nichts konnte sie aufhalten. Ein grimmiger Eremit in den Wäldern hat es versucht. Rückblickend war das von ihm äußerst dumm. Tja, jetzt sind wir hier. Gehen wir zur Fäulnis. Ihr solltet besser hierbleiben. Ich fühle mich schon schlecht, dass ihr hier seid. Ich bin nicht so weit gelaufen, um dich jetzt gehen zu lassen. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Ich werde besser nicht versuchen, dir das auszureden. Dann los. Die Fäulnis ist ganz nah. Die Fäulnis liegt am Ufer, aber wir müssen im Wald bleiben, um nicht entdeckt zu werden. Wie hast du es gefunden? Ich habe einen Tenak-Patrouille. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche? Du bist zurück. Gehen wir weiter. Entschuldige, ich musste mich um etwas kümmern. Du hast etwas erzählt, bevor ich gegangen bin. Was ich sagen wollte, ich habe eine Tenak-Patrouille aus einem Nachbardorf gelauscht. Danach war es ganz einfach. Was hättest du getan, wenn wir nicht gekommen wären? Es alleine gestürmt? Ich muss nur eine Wache befragen. Da ist es. Die Fäulnis. Das sind Regalas Rebellen. Sie führen einen Bürgerkrieg gegen den Rest der Tenakt. Sie haben das Gefängnis übernommen. Dann haben sie bestimmt alle Wachen getötet. Sie waren meine letzte Hoffnung, Nessa dort zu finden. Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es drinnen noch Hinweise. Selbst nach all der Zeit? Aloy kann viel mehr sehen als du oder ich. Na dann los. Ein Funke Hoffnung ist besser als nichts. Suchen wir einen anderen Weg hinein. Das Fronttor sieht unannehmbar aus. Und die Wände kann man nicht hochklettern. Ihr zwei bleibt hier. Ich versuche anders reinzukommen und das Tor zu öffnen. Ich schau mal an den Seiten nach. Vielleicht komme ich vom Wasser hinein. Wie lange diese Böen wohl noch anhalten? Danke, dass du das tust, Aloy. Ich hoffe, wir finden drinnen Antworten. Sorg dich nicht um uns. Öffne dieses Tor. Wir gehen rein, sobald du das Tor öffnest.